Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Wonderland, Größe 4x3. Und ja Leute, wieder mit mir alleine. Es tut mir leid, aber es ist halt so, weil ich das direkt nach der Folge von gestern aufnehme. Deswegen kann ich leider auch nicht, also weiß ich leider auch nicht. Wir gehen Team Rot. Das war knapp. Weiß ich leider auch nicht, ob ihr... Wow, wir sind nur zu zweit, aber grün ist nur einer. Aber es hätte keinen Unterschied gemacht, einfach. Er schreibt, cool. Ja, trauriges Schicksal. Ist halt Team Grün, ne? Ich habe mich im letzten Moment gegen dich entschieden, mein Lieber. Aber sonst wäre ich vielleicht halt alleine gelost geworden. Das wäre auch mies. So, wir sind jetzt schon tatsächlich einen Block zu hoch. Das war es dann auch schon von Blöcken. Ich hoffe, er macht direkt weiter. Weil Wonderland ist halt mit wichtig. Wonderland ist auch eine Mitten-Map. Wow, das war auch eine Kombo-Turm. Eine Mitten-Map. Leute, deswegen kann ich leider auch nicht überprüfen, ob ihr tatsächlich beim letzten Mal, beim letzten Video wirklich so aktiv, wie ich gesagt habe, drunter gewesen wart. Aber es würde mich halt echt freuen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr es hier genauso machen. Weil mich halt auch immer Arbeit dahinter steckt. Und ich... Schreib, also ich habe dann eigentlich übermorgen eine englisch-mündliche Prüfung, was eigentlich viel wichtiger ist, aber ich habe mir trotzdem jetzt gedacht, nimmst du dir die Zeit, um dich hier für ein Video hinzusetzen, um deinen Zuschauern morgen, ja, versuchen den Tag ein bisschen wieder zu verschönern. Das denke ich mir halt dabei, ne? Wow. Mann, hätte ich mich oben lang gebaut, solange er noch keinen Bogen hat. Das wäre, glaube ich, klüger gewesen. Oder ich hätte mich einfach hochgebaut und wäre dann runtergejumpt. Dann wäre ein Dreier-Team schon mal weg gewesen. Also das Bett von denen. Nicht das Team. Das wollte ich damit nicht andeuten, dass ich das ganze Team töte. Hätte natürlich auch gut sein können bei meinen Skills. Weiter geht's, Leute. Ich verstehe nicht, was unser einer Typ da in der Mitte für eine Treppe gebaut hat. Das hat mich gerade schon ein bisschen angekotzt, muss ich sagen. Guckt euch das mal an, dieses Gebilde. Mein Gott. Alles muss man hier berichtigen. Alles muss man berichtigen. Zack. Oh. Hier liegt tatsächlich einiges an Gold rum. Ich habe mir gerade echt in den Kopf gekniffen, muss ich sagen. Dass ich mit... Ich dachte einfach, da wäre mein Weg gewesen. Aber mein Weg war in der Luft. Ich hatte ja vergessen, dass wir eine Treppe gebaut haben. Ich habe vergessen, dass wir eine Treppe gebaut haben. So. Ist der Satz richtig ausformuliert. Okay, Jano M. ist gestorben. Ich hoffe, das war der mit dem Bogen. Fände ich witzig. Dr. Danny TV und Mr. Dirthouse. Ist wohl ein Team, oder? Also wohl ein Skype-Team oder TS-Team oder sowas halt, ne? Ihr wisst, you know what I mean? Boah, ich dachte jetzt schon, das schlägt mich. Aber es ist was viel Schlimmeres. Nämlich... dass er zu uns wollte. Und es ist viel schlimmer. Weil er darf nicht zu uns. Ja, komm her, bau dich hoch. Du fliegst! Na, ja, easy. Hat das gesehen, Leute? So schlägt man Spieler runter und nicht anders. Warum mache ich nicht einfach mal den hier? Den ganz gewieften Move. Sammle einmal deren Eisen ein. Oh, kick den dann runter. Warum ich ganz gewieft hier mal eben zu denen hin. Ich hoffe, der eine rote passt ja so auf unsere Base auf. Wäre das erste Mal, dass ich was Kluges von einem Mate in der heutigen Aufnahmesession erlebe. Also, wie gesagt, nee, habe ich gar nicht gesagt euch. Aber tatsächlich waren die letzten drei Videos alle First Tries. Deswegen kann ich mich eigentlich von Partnern nicht beschweren. Aber... ich hatte halt trotzdem immer... Wow, Alter, wie ich abgeräumt habe. Trotzdem will ich halt jetzt auch einen kompetenten Partner haben. Aber das habe ich, glaube ich. Es sei denn, jetzt lässt er die ganzen Gelben darüber strömen. Okay, einer ist weg. Und er ist auch weg. Alter, mein Rückstoßstock. Als ob ich jetzt gerade fast am Fallschaden gestorben wäre. Jetzt muss ich ganz schnell zu grün. Ich hätte mir vielleicht einen Bogen kaufen sollen, oder? What the fuck, was geht hier ab, ey?
Was geht hier einfach nur ab? Lol. Ich habe keine Leben. Ich habe nichts. Ich muss regenerieren. Ich bin so gut wie tot. Warum hat er den Grünen denn nicht runtergekickt, als er zu uns wollte? Kann man mir das mal erklären? Nee, kann man nicht. Equip. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. So, der Grüne ist anscheinend tatsächlich gar nicht so krass equipped, wie ich dachte. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, in die Mitte zu rennen, den davon abzuhalten, sich Gold zu kaufen. Okay, er rennt rüber zum Team Blau, da sind aber noch welche. Das heißt, die Mitte gehört... Er hat einen Bogen. Die Mitte gehört, er hat einen Bogen. Sneaken wir mal hier und tun so, als wären wir gar nicht anwesend. Okay. Blau hat noch einen Spieler, gegen den kämpft er gerade. Er wurde einfach getötet. Ja, gut, dann wird's jetzt easy. Weil er hat halt gerade gekämpft. Ist halt jetzt ein bisschen pussymäßig, aber man muss ja auch immer den Sieg an erster Stelle sehen. So, er wendet jetzt aber eine kluge Taktik. Wow, pretty amazing. Ja, okay, gewonnen. GG. War jetzt am Ende ein bisschen billig, dass ich da so rüber musste, aber wie gesagt, man muss halt den Sieg am Ende sehen. Und das ist das Wichtigste. So, Leute, das waren 6 Minuten. Ich würde sagen, da hängen wir nach einem kurzen Cut noch eine Runde hinten dran. So, Leute, da sind wir auch wieder. Diesmal spielen wir auf der Map Stronghold, Größe 2x4. Die Map kenne ich tatsächlich noch gar nicht, glaube ich zumindest. Mal gucken. Also aufgenommen habe ich sie zumindest noch nie. Nein, ich kenne sie noch nicht. Ein Stronghold ist ja grundsätzlich so eine Festung. Kennt ihr ja bestimmt auch von Minecraft. Da wurde Shanpot da drin. Warum ist das Bett denn nicht hier? Warum ist er... Hä? Was hat diese Festung denn für einen Sinn, wenn das Bett da vorne steht? Wer geht denn bitte hier rein? Denkt, man steht da oben und schießt mit dem Bogen oder was? Nein, 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 nein. Und warum bauen die sich da lang und nicht von der Mitte, wenn das Bett in der Mitte steht? Ach, vielleicht damit die auch zu uns so ein bisschen länger bauen. Okay, okay. Ja, wenn wir uns dann nachher an dem Weg von denen andocken. Grundsätzlich hasse ich ja Maps, wo das Wasser da rauskommt und wo dann halt die Sachen drin spawnen, weil dann stehen alle immer davor, bekämpfen das und gehen nicht mehr weg. Außerdem hasse ich es auch, wenn alles halt in der Base spawnt und dann auch noch alles an einem Ort. Habe ich aber auch schon öfter gesagt, glaube ich, aber ist bei einer 2x4er-Map halt jetzt nicht anders zu lösen. Deswegen mag ich eigentlich auch 2x4er-Maps nicht so, aber wir können ja im Moment ein bisschen hier das bunte Treiben verfolgen. Wie er da lang rennt, bis wir dann bereit sind, etwas zu tun. Aber das wird mir irgendwie zu langweilig, deswegen verfolgen wir die. Nein. Komm, ist jetzt gut. Bitte, please go away. Ja. Merkst du selber, ne, dass ich alles kriege hier? Ich kann ihm mal schreiben, please go away. So, einfach damit er please away geht. So, okay, das reicht mir aber auch schon, weil ich bin nicht so ein Arschloch. Ich brauche das alles gar nicht, dass ich so viel Equip habe, weil ich mache das anders. Ich rush lieber. So, aber diesmal können wir sogar mit ein bisschen Russ. Ja, Torben, jetzt müsste man wieder Deutsch sprechen können, um deutsche Commentaries zu machen. Aber ist gar kein Problem. Krieg ich hin, oder Leute? Krieg ich hin. Ne, das Gold verstecke ich, weil ihr wollt mir nichts abgeben, dann gebe ich auch euch nichts ab. Ist übrigens ein gutes Versteck. Warte, vielleicht können wir es ja sogar von hier noch mit Optifine sehen. Nein, soweit rendert Minecraft das nicht mehr. Ist verständlich. Weil, wer will auf diese Distanz noch einen Goldbarren sehen? Außer mir. Aber ich bin ja sowieso nicht der Normalste unter den Menschen auf der Welt. Oh mein Gott, ich dachte, ich könnte sie beide abräumen. Aber dem einen habe ich halt den richtigen Hit gegeben. Er schreibt einfach, wow. Ja, hallo? Man will halt auch mal coole Aktionen bringen. Ich hatte halt nichts Teures. Ich habe mein Gold ja versteckt. Hä? War doch eine coole Aktion. Aktion. Punkt. So. Da ist mein Gold. Auch als ob. That's not true. Hier.
Zack, rein da. Spitzhacke. So. Schlechte. Nein, es war cool. Ich habe beiden in der Luft Hits ausgeteilt. Ich dachte, ich könnte sie beide ficken. Aber dem war nicht so. Ob schlecht oder gut ist... Wow. Entweder er hat ihn getrollt oder er wollte uns trollen. Hat das jedoch nicht so ganz hinbekommen. Soll ich nochmal eine coole Aktion bringen, die du schlecht findest? Ey, als ob ich das nicht auch kann. Wow. Was? Was? GG. GG an diesen Spieler. Also echt Respekt. Das war eine coole Aktion. Also, wenn das keine coole Aktion war, dann weiß ich auch nicht mehr. Er denkt sich einfach, er wäre der Boss mit seiner Eisenspitzhacke. Oh. Frustrierend. Ach, schade. Aber ich habe ihm die Treppe zugebaut, Leute. Was machen die jetzt, hm? Was wollen sie tun? Das ist ein bisschen traurig, dass die einen Bogen haben schon. Und wir wieder nichts. Sind wir Team Blau? Nein, sind wir nicht. Wir sind einer weniger. Das ist eigentlich chillig, glaube ich. Weil ein Mann weniger macht schon was aus. Oder? Oder nicht? Doch. Doch, doch, macht es. Jetzt haben wir Äpfel, weil Äpfel sind gesund. Wir wollen uns halt mal ein bisschen easy. Ich wollte gerade davon reden, dass wir uns mal ein bisschen vegan ernähren wollen. So, tatsächlich lebt der Rote. Okay, er hat sie alleine gewrackt. GG. Haha, GG. GG, Ausrufezeichen. Wow, dieses Good Game. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Waren jetzt zwei schnieke Runden, die ich aneinander geklatscht habe. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da. Lasst eine positive Wertung da, meine ich damit. Zeigt mal wieder, wie aktiv ihr seid. Und haut mal in den Kommentaren raus, worauf ihr euch freut, was ihr euch vielleicht zu Weihnachten wünscht, was ihr vielleicht euch von uns zu Weihnachten wünscht für ein Video. Könnte man ja auch drüber reden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Lasst ein Like da und abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Haut da rein und ciao.